Also die 800 Meter der Männer als nächstes Rennen, die stehen jetzt an, das Finale. Und auf der Bahn 4 Benedikt Huber, der vorjährige Meister, der Überraschungsmeister aus Oberbayern. Ein Rennen, in dem es einige Absagen hagelte, aus sicherlich verständlichen Gründen. Hier haben wir den Mann, einen Spätzünder, ausgebildeter Ingenieur, Selfmade Man, in Regensburg jetzt trainierend und dafür auch startend, aber auch im Voralpengebiet. Er kommt aus der Nähe von Ruhpolding, Benedikt Huber, die 800 Meter. Ein Feld, das geschwächt wurde durch die kurzfristigen Absagen von Marius Probst und auch von Christoph Kessler. Zwei jungen, aufstrebenden 800-Meter-Läufern, für die man einen Start am nächsten Wochenende vorsieht bei den U23-Europameisterschaften. Ebenso übrigens wie für den Jahresschnellsten, für Marc Reuter, der gar nicht erst zum Vorlauf angetreten ist. Marc Reuter, der Wiesbadener, der Freund von Lisa Meyer, der 200-Meter-Läuferin. Also ohne drei sozusagen wird hier gespielt. Ein Feld, in dem sich jetzt auf einmal andere Hoffnungen machen auf einen Meistertitel. Weniger auf eine Zeit, eine Normzeit, die als einziger bisher einen Reuter unterboten hat. Unter 1,45,9 wird hier keiner laufen. Auch bei dieser Zwischenzeit schon mal gar nicht. Vorne Pascal Kleier, dahinter Bäuerle. Jetzt kommt Huber, der wollte nach London, der Überraschungsmeister. Pascal Kleier ist vorne, 19 Jahre alt, aus Karlsruhe. U18 Meister geworden, ein ganz junger Mann. Ah, Sie sehen es, Benedikt Huber ist nicht der Form des vergangenen Jahres. Dritter Platz für ihn, der Antritt kommt zu spät und jetzt geht nach vorne Jan Riedel. Der Mann aus Dresden. Und dann kommt Huber. Und Huber doch noch. Auf den letzten Meter. Ganz anders als vor Jahresfrist, als er von vorne lief. Ein Start-Zielsieg für ihn. Diesmal kam er auf den letzten Metern. Benedikt Huber. Seine Geschichte ist sicherlich hörenswert. Er ist nicht im Bundeskader. Er steht mitten im Berufsleben als Ingenieur. Er trainiert allein. Unter der vollen Rückendeckung seines Arbeitgebers. Ja, und wird jetzt zum zweiten Mal deutscher Meister.